This is Lucky Inc. Media. Herzlich willkommen zu Schlecht Danke der Nachfrage, dem Podcast über miese Montage, üble Monate, richtig katastrophale Jahre und wie mein jeweiliger Interviewgast diese herausfordernden Zeiten durch und überlebt hat. Mein Name ist Sims Luckwald und diese Show hat zwar nicht immer ein Happy End zu bieten, dafür aber viele Denkanstöße und reichlich Futter für Kopf und Seele. Denn, finde ich zumindest, geteiltes ist vielleicht nicht halbes Leid. Das lässt sich aber ein paar Gramm leichter tragen und ertragen. Ja. In einer Fernsehserie käme jetzt vermutlich ein kurzer Vorabclip mit dem Titel, was bisher geschah. Im Fall von schlecht, danke der Nachfrage, würde da beispielsweise mein letzter Gast auftauchen. Die Kolumnistin und Autorin Susanne Karloff, die erst dem Alkohol und dann ihrer Angst Adieu sagte. Oder war es umgekehrt? Tja, da hilft jetzt wohl nur reinzuhören in unsere Folge 4. Und wie fühlte es sich für Angelika Wende an, als letzte Ansagerin des ZDF erst ihren TV-Job zu verlieren und dann in kurzer Folge gleich zwei Autounfälle zu erleiden? Das wiederum erfahrt ihr in unserer allerersten Episode, die ich euch natürlich wie alle weiteren unbedingt empfehlen möchtet. Ihr findet uns auf enough-magazin.de slash podcast mit Infos zu jeder Folge und weiterführenden Links, aber auch sonst überall, wo es Podcasts gibt, von Apple über Google, Spotify, YouTube, Play FM, dieser und sich weiteren Apps. Links dazu findet ihr natürlich auch auf der Website. Auch mein heutiger Gast kennt sich mit guten und schlechten Phasen im Leben bestens aus. Es ist der preisgekrönte Journalist, Reporter, leidenschaftliche Blauwassersegler und Buchautor Jens Brambusch, den ich über die Weiten des Meeres in irgendeiner türkischen Bucht erreiche, wo genau, das wird er uns gleich noch erzählen, aber zuvor ein ganz paar Worte zu seiner Person. Oder es sind sogar ein paar mehr, weil das Leben von Jens war schon recht äh, bewegt. Jens Brambusch wird 1972 in Düsseldorf geboren und wächst dann in der Lüneburger Heide auf, genauer in Celle. Als Jugendlicher rudert er täglich, wird deutscher Meister im Leichtgewichtsvierer und Leichtgewichtsachter, macht die ersten Sportbootführerscheine. Später studiert er Islamwissenschaften und Arabistik, unter anderem in Ramallah, in Izmir und in Würzburg. Schon während des Studiums schreibt er für deutsche und internationale Medien, macht sein Volontariat in einer Regionalzeitung und stößt dann 2005 zur Financial Times Deutschland. Dort wird die Wirtschaftskriminalität ziemlich bald zum Schwerpunkt seiner Recherchen und das bleibt auch so, als die FTD 2012 eingestellt wird und Jens im gleichen Jahr in Berlin beim Magazin Kapital anfängt. Kurzer Disclaimer, Jens und ich kennen uns sowohl aus der Zeit bei der Zeitung als auch beim Magazin Kapital. Seine Reportagen wurden für viele Preise nominiert und ausgezeichnet, etwa mit dem Deutschen Wirtschaftsfilmpreis, den er gemeinsam mit einem Team vom WDR erhielt und mit dem Medienpreis Luft- und Raumfahrt. Ja, es gäbe noch viel, viel mehr zu erzählen, etwa von seinen Fähigkeiten im Strandsegelwagen, was immer das ist. Unbedingt erwähnen möchte ich aber gleich zu Anfang die zwei bisher erschienenen Bücher. Und da hätten wir nämlich einmal träumen weiter: zehn Segler, fünf Kontinente, ein Hafen und den Krimi, die Stalkerin. Ja, erstmal herzlichen, äh, herzlich willkommen, Jens Brambusch bei Schlecht Danke der Nachfrage. Dann klären wir vielleicht gleich die Location, wo äh, sprichst du jetzt? Von wo sprichst du zu uns? Ja, hallo erstmal. Äh, ich spreche aus meinem Boot, aus dem ich, äh, auf dem ich jetzt lebe. Und zwar bin ich derzeit in der Türkei, in dem Ort namens Kasch. Ein kleiner Ort für die, die die Türkei kennen. Ungefähr halber Weg zwischen Antalya und Marmaris. Fernab des Massentourismus. Wunderbar. Ja, wie du da gelandet bist, das besprechen wir natürlich gleich noch äh, genauer. Erstmal äh, eine Frage. An dich als äh, Reporter, die Corona-Krise, klar, überall, man kommt da gar nicht äh, äh, raus. Und wie jedes weltumspannende News-Event natürlich, wie gemacht für Journalisten, für Reporter, für rund um die Uhr berichten, was die Menschen wissen müssen, was sie interessiert, was sie fasziniert. Hand aufs Herz, juckt es dich da so ein ganz, ganz klein bisschen in den Fingern? Wärst du da jetzt auch gerne mittendrin? Mittendrin definitiv nicht. Äh, wir sind natürlich auch ein bisschen tangiert hier und ich bin ja immer noch so ein bisschen als Journalist äh, tätig, allerdings hauptsächlich für so Segelmagazine. Und da habe ich jetzt gerade die letzten Tage mich sehr mit der Lage der Segler in der Karibik beschäftigt, die nämlich ein ernsthaftes Problem haben, wie sie dort wegkommen, weil alle Inseln zu sind und die hurricane naht. Also von daher habe ich in der Tat die letzten drei Tage quasi journalistisch mal gearbeitet. Gibt es denn da eine Lösung? Wie kommen die denn da weg? Ja, das ist ja da arbeiten gerade alle dran. Das Problem war, dass die so ein bisschen, äh, sag ich mal, hinten runtergefallen sind. Also überall flogen Maschinen hin, äh, eben vom Auswärtigen Amt organisiert, die alle Urlauber abgeholt haben und eingesackt haben. Und die Jungs und Mädels mit ihren Segelbooten wurden so ein bisschen vergessen. Und das Problem ist, die kommen gar nicht mehr weg. Die Inseln sind alle dicht. Die kommen auch nicht von einer Insel zur anderen, kriegen teilweise kein Proviant, kein Diesel, kein Wasser. Die, normalerweise würden die jetzt, weil die Hurrikan-Saison in sechs bis acht Wochen naht, müssten die diese Region verlassen weil es auch gar keinen Versicherungsschutz für die dort gibt. Problem ist nur, die kommen hin, weil alles um die rum dicht ist. Die müssen jetzt, obwohl das Wetter noch schlecht ist, wahrscheinlich alle äh, zurück über den Atlantik segeln. Problem ist nur, dass die wenigstens, also viele sind Familien dabei oder auch Senioren, die haben für diese lange Passage eigentlich holen die sich Crew an Bord, aber die kann auch nicht einreisen, weil alles dicht ist und die stehen in der Tat vor sehr vielen großen Problemen. Und da ist jetzt zum Glück aber aufgrund einer Online-Petition das Auswärtige Amt auf die aufmerksam geworden und auch die Bundespolizei äh, hat sich eingeschaltet, lustigerweise der Bereich Piraterie, äh, der die jetzt irgendwie versucht, organisiert äh, zurückzubringen. Aber die haben in der Tat, das sind jetzt andere Probleme, als wir die hier in der Türkei haben, weil bei uns ist noch alles relativ normal. Also sofern man von normal reden kann. Okay, ja, ist interessant, wen das dann alles betrifft, woran man überhaupt nicht äh, denkt. Jetzt habe ich eben ja so ein bisschen äh, so einen kleinen schnellen Ritt durch deine äh, Vita unternommen. Das klingt ja in der Kürze. Total großartig. Also äh, sportlicher Typ, exotisches Studium, äh, was dann auch so ein bisschen so ein besonderes Wissen äh, aneignet, was vielleicht dann auch gefragt äh, ist. Tolle Jobs, Anerkennung, Preise, Karriere. Ist doch alles äh, super. Bevor wir zum Deinem Tag X kommen, ähm, fühlte sich das auch. In diesen Jahren in deinem Leben bis dahin so super an? Oder gab es da vorher schon mal so ja, einen schleichenden Schatten oder, oder etwas, was dich mal stutzig gemacht hat? Oder war das wirklich Go for it, uh, the sky is the limit? Nee, beides. Um, so, also eigentlich Go for it, sky is the limit war eigentlich schon. Das Gefühl zu 90 Prozent, glaube ich. Ich hatte aber, bevor wir auf den Tag X zu sprechen kommen, äh, schon mal davor, während, da war ich noch Student, habe aber nebenher auch schon mal in der Zeitung gearbeitet, ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht wie beim Tag X. Die habe ich dann aber mehr oder weniger ähm, ignoriert oder weggelächelt und eigentlich, weil es mir gerade eben so besonders gut ging, wie ich immer glaubte. Und ich kann, überhaupt keinen Anlass hatte, ähm, zu meckern oder zu hadern mit meinem Leben, weil irgendwie war, war eigentlich alles toll. Äh, von daher habe ich mir quasi auch gar nicht das Recht zugestanden, dass es mir eben nicht gut geht. Und ich glaube, das war am Ende dann auch 20 Jahre später eben der Punkt, wo es zu diesem besagten Tag X eben, also am Ende Burnout mit Panikattacken und allem, pipapo, wo eben gar nichts mehr ging und der dann auch ja später zu dem schluss oder nicht später sondern relativ bald zu dem schluss führte dass ich einiges ändern muss in meinem leben äh, so dass es aber eben aufgrund dieses tollen und abwechslungsreichen und spannenden lebens es eben schwer war zu der erkenntnis zu kommen dass es mir eigentlich gar nicht so gut geht wie muss man sich denn Dein Leben kurz kurz vor dem, äh, ja, nennen wir es mal Zusammenbruch vorstellen. Wie, wie sah so deine, deine, deine typische Woche aus? Weil also ich kenne dich als den rasenden Reporter immer irgendwie auf dem Weg zur nächsten Story. Und wie gesagt, ich habe ja schon vorausgeschickt Wirtschaftskriminalität, also da ging es ja auch schon ans Eingemachte, das waren ja nicht nur Aktienkurse, Kommentieren und so weiter. Da ging es ums Graben, um Investigativrecherchen. Ähm, was hast du so gemacht von Montag bis Freitag oder äh, sogar noch länger? Ja, kann man natürlich schwer sagen, weil gerade dieser Job eben sehr ähm, umfangreich ist. Also im Rahmen des Jobs bin ich eben, wie du selber sagtest, heute würde man sagen, investigativ. Ich glaube eigentlich, jeder Journalist sollte investigativ arbeiten, sprich sich äh, seine eigenen Informationen zusammensuchen. Ähm, die Woche oder der Monat muss man, glaube ich... Vielleicht besser sagen, besteht einerseits darin, ähm, Kontaktpflege, Netze aufbauen, Vertrauen finden bei möglichen Quellen, recherchieren, rumreisen, was weltweit eben auch war, sei es für Geschichten. Ähm, wir hatten da mal, war noch für Kapital, dann auch über die Lehman Brothers-Pleite im Nachhinein was gemacht, wo ich versucht habe, die ehemaligen Charaktere aufzutreiben, wo ich dann natürlich nach New York musste. Ich war auf Mauritius, habe irgendwelche Steuer-CDs aufgetrieben. Äh, eigentlich gab es kaum Gegenden, wo ich dann nicht hinfahren durfte, was natürlich ein riesengroßes Geschenk als Reporter ist. Und eben die Zeiten es damals auch erlaubten, dass eben Reporter rumgeschickt wurden, um sehr lange an Geschichten zu recherchieren. Und wir haben eben teilweise wirklich, bis eine Geschichte rund war, sind teilweise viele Monate vergangen. Was jetzt nicht heißt, dass man die nur... In dieser Zeit eine Geschichte verfolgt, aber ähm, man konnte sich sehr stark darauf konzentrieren und von daher war viel, ja, viel, viel rumreisen, viel Leute treffen, viel schreiben, natürlich auch ein bisschen Schreibtischrecherche, aber im Büro war ich glaube ich die seltenste Zeit. Aber es war schon auch ein, ein, ein gewisser Stress, den du vielleicht dann, wenn man an so einer Geschichte dran ist, hat man ja auch so, so einen Tunnelblick, äh, sieht nur so das, was man äh, als nächstes rausfinden muss, mit wem man sprechen muss und so weiter, aber das war schon auch Stressige Tätigkeit, oder? Ja, also klar war stressig, aber das hätte ich noch oder würde ich auch heute immer noch eigentlich so als äh, positiven Stress sehen. Negativer Stress kam dann auf, wenn man vielleicht eher nicht zu den gewünschten Erfolgen kam oder wenn als dann die sag ich mal die finanzielle Lage bei Zeitung klammer wurde. Es hieß oh, pass aber auf heikles Thema, nicht, dass wir da Klagen kriegen könnte was kosten. Ähm, dann schon angedeutet quasi mit dem letzten satz kam es eben hin und wieder vor dass auch unternehmen meistens oder auch einzelpersonen die in diesen berichten vorkamen nicht ganz damit einverstanden waren weil die eventuell auch später mal in den bau gehen mussten äh, so dass man als journalist auch zuletzt sehr häufig verklagt wurde und gerade gegen ende war ich relativ häufig freitags in hamburg weil da tagt nämlich dann äh, das landgericht mit der kammer die sich mit den journalisten oder mit den Klagen gegen Journalisten beschäftigt. Und das war teilweise übler, wenn man dann eben vielleicht drei Monate Recherche braucht für einen Artikel und die nächsten sechs Monate ähm, sich vor Gericht verantworten muss. Kurz gesagt, wir haben immer gewonnen, aber das kostet halt Zeit und enorm viele Nerven. Und wehe, wenn die Quellenlage halt nicht äh, stimmt oder wenn irgendwelche, oder wenn man vielleicht auch was falsch interpretiert hätte. Aber das kam eben hinzu, dass das, das waren eher so die Stressmomente. War Journalismus eigentlich dein, dein Traumberuf? Ähm, weil vom Studium her hättest du natürlich in alle möglichen Richtungen äh, gehen können letztendlich und hast wahrscheinlich dein Studium auch gar nicht so viel gebraucht im Job. Also äh, war das dein, dein Traum, Journalist, möchte ich sein? Ja, ja, das war schon der Traum. Und am Ende war es sogar, ich glaube, der ist mittlerweile verstorben, der Chefredakteur damals der Zellischen Zeitung, dieser kleinen Stadt in der beschaulichen Lüneburger Heide, wo ich groß wurde und wo ich, glaube ich, die ersten Artikel für den Sportteil über Rudern eben geschrieben hatte. Und weil ich eben Journalist werden wollte, fragte ich den mal eines Tages, was er mir denn empfehlen würde und der sagte, studier irgendwas, du brauchst ein abgeschlossenes Studium, ähm, um später mal volontieren zu können. Und nimm irgendwas, was dich interessiert. Und weil ich unmittelbar vorher das erste Mal im Nahen Osten war und ich diese Lage dort gar nicht einschätzen und äh, auch gar nicht beurteilen konnte und gar nicht wusste, was da alles auf mich einpresselt, sprich mein Interesse geweckt war, habe ich gesagt, okay, dann studiere ich Islamwissenschaften, weil auch irgendwie damals schon relativ klar war, dieser Nahostkonflikt, der wird jetzt nicht vor Ende des Studiums beendet sein. Und siehe da, er ist heute noch da. Von daher war die Wahl gar nicht mal so doof, aber das war schon in der Tat damals ausgerichtet. Das, also darauf, dass ich mal Journalist werden wollte. Wie erinnerst du äh, vor dem, dem Burnout so die letzten Tage und Wochen? Also war das so ein bisschen, um mit einer ne Mehrmetapher zu sprechen, braute sich da was zusammen? Hast du da irgendetwas gemerkt, irgendwas ist anders? Oder war das wirklich wie aus heiterem Himmel? Nee, gar nicht wie aus heiterem Himmel. Es braute sich. Also, nicht nur über Wochen, sondern mal, ich würde im Nachhinein sagen, fast über zwei Jahre, glaube ich, äh, braute sich da was ähm, zusammen, weil ich jetzt vorhin kurz mal erwähnt ich hatte das ähnliche Geschichte eben Ende der 90er als Student schon mal, wo ich dann auch gar nicht, wo dann auch so Panikattacken plötzlich auftauchten, die ich aber gar nicht so richtig ernst, also die hatten mich auch relativ lahmgelegt, hatte seitdem auch immer mal so Probleme, beispielsweise. Also großes Thema bei mir waren immer Supermärkte. Äh, du gehst in den Supermarkt, der, also der Markt nicht an sich, aber die Kasse. Irgendwie dieses in der Schlange stehen, nicht das Tempo bestimmen können, warten. Dann wurde ich unruhig, das Herz schlug, äh, Schweißausbrüche, irgendwie das Gefühl, man kippt um. Und ähm, was ja total surreal eigentlich ist, wenn man halt auch als Journalist oder damals, ich war dann teilweise auch in Afghanistan, habe von da berichtet, war im Nahen Osten. Und plötzlich steht man im Supermarkt. Äh, und kommt mit der Situation nicht klar. Das muss man ja erstmal verstehen können oder selber akzeptieren für sich, dass irgendwas nicht stimmt. Damals war es so, also Ende der 90er, dass ich mich dann auch, wie gesagt, da war ich auch noch Student, habe mich dann in ein altes, gebrauchtes Wohnmobil gesetzt, bin mit dem zum Studium wiederum nach Palästina runtergefahren. Ähm, was mir sehr geholfen hatte, weil ich da eben zwar auch mit diesen Panikattacken erstmal zu tun hatte. Dann allerdings ähm, bei dem Elend, was man dort gesehen hat, mir eingeredet habe, dass ja dieses Problem, nicht in Supermärkte gehen zu können oder wie auch immer, ja gar kein Problem sein darf. Also habe ich es quasi ausgeblendet. Das hat damals geklappt. Viele Jahre geklappt. Auch wenn es irgendwo immer leicht da war. So und deswegen glaube ich eben auch, dass ich dann beim diesem jüngsten Zusammenbruch eben 2000, muss ich mir überlegen, vor zweieinhalb Jahren, <laughs> so, ähm, dass ich das so über einige also da hatten sich Symptome die ich von damals kannte häuften sich plötzlich wieder aber auch da war es weil ich eben immer also ich wollte das halt nicht zulassen ähm, und habe dann die einfach mehr oder weniger überhört und das interessante war eigentlich auch dass es im Job eigentlich nie eine Beeinträchtigung war ähm, aber im sozialen fing es dann irgendwie an dass ich halt glaube ich dass es eben, also für den Job funktionierte es noch oder funktionierte ich noch ähm, weil da konnte ich mich konzentrieren, da habe ich mich durchgesetzt, weil das musste sein, also habe ich das gemacht und habe es auch gerne gemacht. Aber dann war irgendwann aufgrund dieser wahrscheinlich permanenten Anstrengung, sich ja, oder gegen vielleicht seine Gefühle oder, oder den, den Gesundheitszustand anzukämpfen, wo kam so eine zunehmende Erschöpfung eigentlich mit rein. Und äh, weil neben dem Job, der sehr eben umfangreich war, wobei ich auch glaube, der Job war nur eine, also ist nur ein Baustein in dem Ganzen. Da kam sicherlich ins Zug damals der Umzug nach Berlin. Bin ich nie richtig warm mit geworden mit der Stadt. Gefiel mir nicht sonderlich. Äh, dann hatte ich noch diverse andere Sachen, eben wie diese Strandsegelregatten, was eigentlich Hobby ist, aber die Fahrt von Berlin nach St. Peter-Ording, immer enorm stressig. Äh, war da auch im Vorstand, da haben wir eine WM organisiert, haben, wo wir auf Messen uns präsentiert haben, musste organisieren dann, weil ich gerne auch jemand bin, der, oder jemand bin, der schlecht Nein sagen kann. Und ich auch immer der Auffassung war, bevor es keiner macht oder bevor es einer schlecht macht, mache ich es lieber selber. Habe ich mich dann auch um die äh, WEG, also die Wohnungseigentümergemeinschaft in Berlin, in dem Haus, wo ich mir eine Wohnung gekauft hatte, ähm, habe ich mich darum gekümmert, habe also egal was war, immer gesagt, okay, mache ich, mache ich, mache ich. Und das war unterm Strich dann einfach irgendwann zu viel. Und dann kam, das war dann, glaube ich, wirklich so eine nahende Erschöpfung, diese Panikattacken nahmen. Immer mehr zu. Und irgendwann ja war halt der Punkt, das war eben dieser besagte Tag X, jetzt würde ich sagen, wo einfach klar war, Alter, das läuft in die komplett falsche Richtung, weil du hast es jetzt eben über einen gewissen Zeitraum versucht zu ignorieren oder vielleicht gegen anzukämpfen, indem du es nicht zugelassen hast. Aber es klappte nicht. Und da war der Punkt, das war dann, glaube ich, die Erkenntnis, dass es nicht hinhaut, war, glaube ich, der auch der Punkt, wo, wo dann eben dieser Zusammenbruch letztlich da war. Der hat dich ereilt, ähm, kann man schon auf deiner Website lesen, an einer Ampel in Berlin. Bis dahin war der Tag soweit in Ordnung und, und, und dann standst du da und was ist dann genau passiert? Ja, also der Tag in Ordnung, also letztlich auch da, es hat sich so zugespitzt, von daher waren die Tage immer schon, also was vorausgegangen waren dann wirklich auch ähm, schlaflose Nächte, äh, also immer, also... Dass, man, dass ich mich unwohler fühlte, mich kaum noch in der Lage fühlte, ähm, auch beispielsweise auf Dienstreisen beispielsweise zu gehen, weil ich merkte, es stimmt irgendwas nicht. Ich wurde halt dadurch auch sehr unsicher, kam halt eben gar nicht mehr äh, quasi zur Ruhe. Und dieser Morgen ähm, war dann eben so auf dem Weg zur Arbeit, in der Tat, also bin ich mit dem Auto gefahren, hatte, wie man es ja auch lesen kann, einen Käsekuchen dabei. Was jetzt aber nichts besonderes war, weil das hatte ich, weil ich esse gerne Käsekuchen und wenn man nur mal einen Käsekuchen backt und eigentlich alleine wohnt, dann bleibt logischerweise was über. Die Kollegen teilten die Vorliebe für den Kuchen, also brachte ich ihn regelmäßig mit. Äh, deswegen war dieser Käsekuchen auf meinem Beifahrersitz und ähm, so. Und dann war eben wirklich diese Ampel, die in dem Fall rot war. Also es ging nicht weiter, aber mir war an dem Tag auch klar, ich komme über diese Kreuzung nicht hinweg, weil um mich herum wie überall plötzlich Barrieren aufgebaut worden, die man nicht, oder die ich nicht überwinden konnte. Also es war klar, es geht, also selbst hätte ich gewollt. Das hatte ich vorher ansatzweise auch schon mal. Ich wollte irgendwo hinfahren. Und aus heiterem Himmel kommt eine Kreuzung, wo ich hätte links abbiegen müssen. Und ich merkte, es geht nicht. Und ich wie, als wenn ich in dem Moment quasi auf dem Beifahrersitz sitze und erstaunt mich selber anschaue, wie ich am Steuer sitze und in die falsche Richtung lenke, die wiederum nach Hause führt, weil es einfach nicht ging. Und an dem Tag war aber der Punkt, wo ich merkte, ähm, ich muss jetzt wirklich mal zum Arzt und ich bin eigentlich jetzt nicht jemand, der äh, übertrieben schnell zum Arzt läuft. Und äh, das war eben dann der Punkt, also bin ich erstmal zum Hausarzt. Das war auch sehr interessant, ehrlich gesagt, weil das war eine Gemeinschaftspraxis und bei diesem Arzt, bei dem ich dann war, war ich vorher noch nicht, der kannte mich also nicht. Und der guckte mich nur fünf Minuten an, als ich da saß und sagte dann, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Fühlen Sie sich wohl in Berlin? Sie wirken für mich wie eine Pflanze, die man aus ihrer gewohnten Umgebung rausgerissen hat und woanders eingepflanzt hat. Und hier geht sie zugrunde. Und das dachte ich, oh, gar nicht mal doof, weil letztlich war das, glaube ich, in der Kürze eine wahnsinnig gute und zutreffende Analyse, weil ich fühlte mich einfach in dem, in Berlin oder in dem Leben, wie es sich entwickelt hatte, schlicht und ergreifend nicht mehr wohl. Ich werde mal ganz kurz zurückspringen zu den äh, Barrieren. Für jemanden, der das äh, glücklicherweise noch nie erlebt hat. Ähm, kannst du das noch ein klein bisschen genauer beschreiben, weil weil die sind ja dann in deinem Kopf oder in deinem Körper, da sind ja nicht wirklich Zäune, Mauern etc. Ähm, wie fühlt sich das an? Wie wie weiß man dann? Ich kann jetzt nicht rechts abbiegen, links abbiegen, wie auch immer. Also das, das einfachste Beispiel ist wirklich, dass ich dann ähm also quasi wie ein Gefangener meinen eigenen vier Wänden war. Also ich fühlte mich einerseits sicher in der Wohnung, weil da hatten mich die Panikattacken noch nicht ähm, ereilt quasi. Aber ähm, selbst wenn ich nur einen Stock oder nur zum Briefkasten, während vier Stockwerke teilweise aber auch ähm, in die Wohnung unter mir gehen wollte, ich konnte nicht. Ich konnte, ich habe diese, also die Beine werden weich, du Christ, ähm, Herzrasen, äh, Schweißausbrüche, also bei mir war es immer so, ich dachte, ich kipp um. Also ich, also keine Ahnung, ich mache jetzt nicht unbedingt, dass ich denke, ich bin dann tot, aber einfach, ja, dann liegst du da und du kommst halt nicht, ähm, du schaffst es nicht. So, und ich hatte dann auch in diesen ähm, Wochen, wo ich dann quasi das Haus wirklich nicht verlassen konnte, weil es einfach nicht ging. Also es war, als wäre ein Zaun da, aber der war halt nur, ich würde jetzt auch nicht sagen, der war nicht eingebildet, der war ja da, der war im Kopf da, auch wenn man ihn nicht sehen konnte, aber äh, wie so eine, aber wie eigentlich vielleicht auch so eine Art innerer Schutz, der sagte, Du bleibst zu Hause, du ruhst dich mal aus und du denkst mal über alles nach, was vielleicht irgendwie schief läuft. Oder äh, dann war es so, dass ich dann ähm, einkaufen. Also man braucht Lebensmittel und ähm, also es wäre ein Unding gewesen, der Supermarkt war nicht weit weg, zu Fuß hinzugehen, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich kippe um. Fahrradfahren auch doof. Also bin ich mit dem Auto hingefahren, wenn ich es denn erreichen konnte. Und Ich habe manchmal drei, vier Anläufe im Treppenhaus gebraucht. Man merkt es eigentlich schon beim Aufstehen. Wenn du bisher ja halbwegs fit dann sagst du okay nutze ich aus, gehe jetzt mal einkaufen, ähm, aber selbst wenn man es oder wenn ich es zum Auto geschafft hatte, auf dem Parkplatz stand und dann die Tür vom Supermarkt sah, war klar, da komme ich heute nicht rein. Oder wenn ich manchmal drin war äh, und dann diese Beklemmungen einsetzten die, oder diese Panik einsetzte, äh, dass, äh, und ich brauchte noch beispielsweise Milch, die in der Mitte des Gangs steht und ich stand vor Kopf des Gangs, wusste ich, ich komme diese fünf Meter da nicht hin. Es ging nicht. Ich konnte nicht hinkommen und musste irgendwie äh, diesen Supermarkt so schnell wie möglich ähm, verlassen. Und äh, so, das waren halt also diese Barrieren, die es mir eben nicht erlaubt haben, quasi aus dem Haus zu gehen. Das Einzige, was mir geholfen hat, soll jetzt kein Plädoyer sein für Zigaretten, war, aber also ich bin nun Raucher und habe mir dann in der Tat jeden Tag meine eine Schachtel ähm, gekauft, weil witzigerweise auch mit Anstrengungen, das habe ich hingekriegt, zum nächsten Kiosk zu gehen und um mir die zu kaufen. Und habe dann aber auch bewusst wirklich immer nur die eine Schachtel gekauft und jetzt nicht auf Vorrat gebunkert, damit ich jetzt wirklich am Tag, das war manchmal war wirklich so das einzige Mal, Himmel über dem Kopf äh, war, um Zigaretten zu kaufen. Das ging Lebensmittel waren nebensächlich dann, wenn es nicht ging. Wir kommen gleich darauf, was, was der Arzt gesagt hat und wie der Weg weiter war. Ähm, wer dich jetzt kennt, dich schon mal gesehen hat, der wer vielleicht auch auf die, die deine Seite Brambusch macht blau geht, dich da sieht als Segler und und, und so weiter, ähm, der wird wahrscheinlich nachvollziehen können, was ich jetzt die ganze Zeit denke, nämlich das zusammenzubringen, äh, im Supermarkt zu stehen und bestimmte Produkte einfach nicht erreichen zu können und dann dieser der taffe Reporter, ja, der 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 Segler, ähm, war das für dich Hast du dich da auch auch ja wie so ein wie ein Loser gefühlt oder also war das für dich schwierig auch diese zwei Typen zusammenzubringen, den der jetzt wirklich gerade die einfachsten Dinge nicht mehr tun kann und der der äh, ja fast heldenhaft sich den Gezeiten stellt etc etc war das war das für dich schwer oder hast du soweit gar nicht gedacht also das, klar das war schwer äh, Loser ist mir witzigerweise oder generell was abwertendes ist mir aber, also das ging gar nicht mal im Kopf vor, weil ich habe mich auch, obwohl ich ja in der Zeit sehr, sehr schwach war, mich sehr schwach fühlte, äh, aber nie als Loser gefühlt, sondern es war eher, ähm, also ich habe relativ schnell kapiert, dass das eine ernsthafte Geschichte ist, ähm, die ich da habe, für die ich... Also es gibt ja auch diesen blöden Spruch, aber der vielleicht stimmt auch ein bisschen, dass ich Burnout kann nur jemand kriegen, der mal gebrannt hat. Ähm, also für eine Sache oder für seinen Job, wie auch immer. Äh, von daher habe ich das einfach so als, ähm, also als Zeichen wahrgenommen, habe aber auch gleich von Anfang an, also mir war das auch nie peinlich. Also ich habe auch gleich, als es dann, ähm, also für mich, also ich muss es erstmal, deswegen hat es, glaube ich, so lange gedauert, weil ich selber mir erstmal erklären musste. Und natürlich ist es ein Problem, wenn ich einerseits... Äh, vermeintlich waghalsige Geschichten im Nahen Osten mache, Afghanistan oder wirtschaftskriminelle Jage, auch im Rahmen des Jobs von einigen also Drohungen ausgesetzt war, die habe ich halt immer, das hat mich relativ wenig äh, tangiert. ich glaube, das hat mich auch wirklich wenig tangiert, weil ich der immer der Auffassung war, das, was ich mache, ist richtig und gut. So, wenn aber so jemand, der immer aktiv ist oder wie diesen Strandsegel mit 120 km/h über den Strand Pesen, Adrenalin pur und kann da nicht in den Supermarkt gehen, das muss man selber erstmal verarbeiten und das ist das Schwere. Und ähm, aber um es zu verarbeiten, habe ich glaube ich, wirklich jedem, der es auch nicht hören wollte, erzählt. Ähm, weil es irgendwie für mich einfach dann und natürlich konnten die Leute es nicht nachvollziehen. Und dann gibt es eben, oder sagen wir mal so, äh, überraschenderweise konnten es sogar relativ viele nachvollziehen, weil ich dann, wenn man selber offen damit umgeht, plötzlich ganz viele Leute trifft, die Ähnliches durchgemacht haben oder erlebt haben oder teilweise auch deutlich schlimmer durchgemacht haben. Ähm, von daher war es jetzt kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen also ich glaube die Zeiten sind vorbei wo man sich für so eine vermeintliche Schwäche äh, schämen müsste weil es eben keine Schwäche ist es ist einfach es geht dann nicht und egal also jeder hat natürlich Verständnis wenn ich mir ein Bein breche habe das Bein im Gips und sage ich komme aus dem vierten Stock nicht raus das kann jeder nachvollziehen wenn ich sage du da sind überall Barrieren ich komme ja nicht runter äh, das ist schwer zu also für jemanden der noch nie sowas hatte das eben nachzuvollziehen. Und deswegen muss es, glaube ich, umso mehr auch die Aufgabe sein, dass die Betroffenen das eben dann versuchen zu erklären. Und da war meine Situation, weil wie du ja auch sagtest, dein Anruf von mir war jetzt nie auch, oh, guck mal, hier der Schwächling, sondern eher so, oh Gott, wenn der das hat, dann kann es ja jedem passieren. Das war so, was ich von vielen so hörte. Und deswegen glaube ich, umso mehr müssen Leute, die vielleicht eher stark wirken oder es dir nichts anhaben kann, das eben auch kommunizieren, Dass es eben wirklich jeden treffen kann. Und eigentlich, wie gesagt, es war schleichend bei mir, aber trotzdem ja irgendwie, zumindest für meine Umgebung, aus heiterem Himmel. Und wieder das drüber reden, hat mir am Ende auch geholfen, glaube ich. Also definitiv. Was hat denn dein Arzt, der dich äh, da so zum ersten Mal gesehen hat und schon gleich einige richtige Schlüsse gezogen hat? Wie, wie ging es dann für dich weiter? Was hat, was hat? der dir verordnet oder wo hat er dich hingeschickt? Also nur mal so ein klein bisschen gerafft, ähm, wie, wie der weitere Weg war. Also Burnout natürlich zu ähm, oder auch Panikattacken und sowas zu diagnostizieren, ist natürlich schwer, weil es eben keine Werte dafür gibt. Als ich aber da ankam, war ich eben, sage ich mal, schon so reif, Letztlich oder weich in dem Moment, wo ich bei ihm saß und sagte, ich glaube, ich muss in eine Klinik, weil ich packe das nicht. Ich habe es probiert. Ich will in eine Klinik. Was er befürwortet hatte, dann war ich noch bei einem Neurologen oder letztlich Facharzt für Psychiatrie, der hat das auch befürwortet. Dann musste ich zu einem Psychologen, der erstmal so einen kleinen Überblick sich verschafft, wie es mir geht. Der hat auch einen Klinikaufenthalt empfohlen. Die Krankenversicherung wiederum sagte, ah, warte mal eben, das ist ja teuer. Und ähm, da ich bis dahin noch nie, auch die ganze Zeit über nicht übrigens, Medikamente genommen hatte, sollte doch erstmal eine ambulante Psychotherapie mit gegebenenfalls äh, medikamentöser wie man es immer nennt, also eben sich mit Tabletten wegbomben. Ähm, da hatte ich aber wenig Lust drauf. Ähm, so, und habe dann eben, hatte immer noch gehofft, eben in diese Klinik zu kommen, wie auch immer, weil ich hätte das Haus ja nicht verlassen können, das war das nächste Problem, deswegen war auch jeder Arztbesuch eben ein Problem, weil wenn du nicht rauskommst aus dem Haus, kannst du ja auch nicht mal eben zum Onkeldoktor oder zur Therapie gehen. Und dann hatte ich halt Glück, dass ich in der Tat so eine ambulante, Psychotherapie, so eine Gesprächs- oder ja, beim Psychologen halt war, was im Nachhinein, glaube ich, ganz gut war, während ich da war, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Schwachsinn. Ähm, aber erst im Nachhinein kam, glaube ich, so die Erkenntnis, dass das, was der versuchte oder was der gemacht hat, Hand und Fuß hatte und mir, glaube ich, sehr viele Denkanstöße gegeben hat, die ich aber erst wirklich im Nachhinein, als es mir schon wieder besser war, äh, verstanden habe. Ohne da jetzt zu, zu äh, neugierig zu sein, aber was, was war so einer der, der Wissensnuggets quasi, die du dort bekommen hast und dann später auch, auch verstehen konntest? Also, was war so eine der wesentlichsten Dinge, wo du gemerkt hast, okay, das darf ich so nicht weitermachen? Ich habe ein wesentlicher Baustein war wirklich nicht mir oder nicht zu hart zu mir selber zu sein, einfach zu akzeptieren. Ähm, das, was nicht stimmt, ähm, weil das war, also einfaches Beispiel, ich erzählte eben, hatte ich vorhin schon angedeutet, eben Ende der 90er mit dieser Supermarktgeschichte und das mir dann geholfen hat, äh, nach Palästina zu fahren, das Elend dort zu sehen und zu sagen, Alter, äh, den Leuten geht schlecht, reiß dich mal zusammen. So, daraufhin sagte der ähm, Psychologe beispielsweise, das sei halt quasi typisch für mich. Ähm, natürlich ist es, wenn man es von außen stehen betrachtet, ein anderes Problem, nicht an einer Supermarktkasse klarzukommen, als eben vielleicht ein Leben in einem Flüchtlingslager fristen zu müssen. Aber man meinte verdammt nochmal, akzeptieren Sie in diesem Moment, dass das ein verdammt großes Problem ist, weil wahrscheinlich der Flüchtling sogar in der Lage ist, an einer Supermarktkasse äh, zu stehen. Und wenn Sie es nicht können, ist das verdammt nochmal ein großes Problem. Und reden Sie es nicht klein. Verleugnen Sie immer und hören Sie mal ein bisschen auf Ihr Inneres, äh, was ich in der Tat. Und lernen Sie auch ganz großer ähm, Punkt Nein sagen. Hören Sie auf sich, glauben Sie nicht immer, alles machen zu müssen, sei es im Job oder auch wie im Privaten. Und stellen Sie sich einfach mal äh, an erste Stelle nach oben. Und versuchen nicht immer, anderen Leuten vielleicht ähm, gefallen zu wollen oder wie auch immer. Seien Sie, hören Sie einfach nur auf sich. Und das ist in der Tat manchmal gar nicht so einfach, glaubt man immer, aber muss man lernen. Das ist überhaupt nicht einfach, das kann, glaube ich, glaub ich, jeder Hörer äh, nachvollziehen. Da hat, haben viele äh, Menschen mich eingeschlossen, auch immer dran zu knabbern, auch äh, zu, zu wissen, wann sagt man vielleicht jetzt, also wann kippt man ins Gegenteil, wann sagt man einfach nur noch nein, weil man das eben gelernt hat, ja? <laughs> und wie findet man da so eine Balance bei den richtigen Sachen Ja zu sagen und bei den falschen Sachen nein und äh, ja. Das ist, glaube ich, etwas, da kann jeder noch äh, dazulernen. Du warst dann also äh, in Behandlung, hast da, hast da äh, neue Denkanstöße bekommen, vielleicht auch so Verhaltenstipps. Ähm, wie ging es dann weiter? Beziehungsweise ich höre auf den Punkt zu, wo du gewusst hast, das ist bei mir jetzt nicht nur wie beim Auto, das äh, ist halt. Beim TÜV oder in der, in der Inspektion und danach geht es weiter äh, auf gewohnten Wegen, sondern wann wusstest du, ähm, ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, hey Boss, ich bin wieder gesund, let's go? Also kurz, um nochmal so die Krankengeschichte ähm, abzurunden, das Ganze war passiert Mitte November. Ich wollte eben immer in die Klinik, weil ich glaubte, dass mir das einfach hilft. Ich muss raus aus diesem Alltag und vor allem auch. Um mich selber sicherer zu fühlen, eben auch, also dass ich was tue. Also wäre Klinik für mich toll gewesen. Die Absage letztlich kam kurz vor Weihnachten rum. Das war nochmal ein totaler Downer, weil ich dann wusste, also ich war krankgeschrieben die ganze Zeit. Ich war krankgeschrieben, summa summarum, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ein Vierteljahr ungefähr, drei Monate. Eben auch drei Monate, wo ich kaum aus dem Haus rausgekommen bin. Äh, dann war es auch so, dass als Weihnachten vor der Tür stand, war für mich aber auch klar, ich komme hier. Also ich komme nicht wie die Jahre zuvor zu meinen Eltern, zu meiner Familie, die alle noch in Zelle leben, sondern es ging einfach nicht. Das gleiche war Silvester, kam ich auch nicht raus, saß also auch Weihnachten, Silvester alleine ähm, quasi auf meinem Sofa und habe dann die Feste gefeiert. War jetzt gar nicht mal so schlimm ehrlich gesagt, aber ähm, das, äh, so äh, das war so ein Punkt, wo ich merkte, Alter, das ist also du musst dir selber irgendwie also Ruhe gönnen, einerseits, aber auch in den Arsch treten und was verändern, weil weil ich eigentlich ein sehr optimistischer Mensch bin, bin ich auch immer davon ausgegangen, dass es natürlich ähm, irgendwann wieder besser wird. Meine Befürchtung war aber immer, dass ich sehr schnell wieder an alte Muster verfallen werde. Und, ähm, und dann bin ich eben nach ungefähr einem Vierteljahr krankgeschrieben, äh, habe ich wieder angefangen zu arbeiten und dann gibt es dieses, da war der Verlag, bei dem wir beide ja auch oder du ja immer noch ähm, bist in Hamburg, Kroner und Ja, haben auch ein sehr gutes äh, Gesundheitsmanagement, würde ich jetzt sagen. Dadurch, dass ich gekündigt habe, kann ich das auch sagen, ohne <laughs> mich einschleimen zu wollen. Also, genau die Wiedereingliederung, das sogenannte Hamburger Modell, wo man eben anfängt mit zwei Stunden am Tag, äh, dann langsam steigert, kann das Ganze selber, also eben steigert, bis man wieder bei, bei Vollzeit ankommt. Ähm, kann das eigentlich, also ich hatte mir da für diese Zeit von, um von zwei Stunden auf acht wieder, oder wir wissen beide, dass acht Stunden ja äh, nicht das Ende der Fadenstange sind, äh, dann in unserem Job. Ähm, aber dass man wieder voll da ist, hatte ich mir eben sechs Wochen genommen, worauf alle sagten, das sei sehr ambitioniert und eigentlich sehr schnell. Ich fand das relativ lang, merkte aber auch schon am ersten Tag und da hatte ich mich auch darauf gefreut, wieder zu arbeiten, merkte aber auch glaub, am ersten Tag, dass da wieder quasi die Erwartungshaltung an mich selber, aber eben auch äh, der anderen, ähm, ja, also dass ich diesen zwei Stunden nicht, dass die nicht reichen werden. Also es war so am ersten Tag wurde man noch gehätschelt, am zweiten Tag, also sag mal, du hast doch letztes Jahr das und das gemacht, kannst du nicht dieses Jahr für die und die Ausgabe auch machen? Ach, mal bist du immer noch auf zwei Stunden, weil eigentlich und ich hatte auch so vom Arzt aufgelegt, sage ich mal Reiseverbote logischerweise, weil das in zwei Stunden kommt man nicht unbedingt irgendwo innerhalb Deutschlands zu einem Termin und wieder zurück. Und dann ach, aber der Termin wäre gut, das oder ein Spezialgebiet. Und weil ich auch Bock wieder hatte zu arbeiten, logischerweise, habe ich das natürlich alles dann auch sehr schnell wieder gemacht. Und äh, dann kam, aber glaube ich, das war dann schon nach, ich glaube, ich habe Mitte März wieder angefangen und ich bin mir relativ sicher, dass ich Anfang April das Gespräch mit unserem Chefredakteur gesucht habe und gesagt, ähm, ich kündige. Und dann habe ich halt eben noch drei Monate. Kündigungsfrist, habe die noch mal einen Monat verlängert, weil dann die Sommerferien irgendwie anstanden und viele Kollegen, die Kinder hatten, weg waren. aber ich gesagt, okay, dann bleibe ich noch bis Ende August. Und das war dann, ja, das war das Ende der Fahnenstange. Ähm, weil ich einfach Angst hatte, da dann vielleicht wieder nicht stark genug zu sein, um einfach das umzusetzen, was ich in den Wochen und Monaten, wo ich zu Hause war, gelernt hatte, nämlich Nein zu sagen und mehr auf mich zu achten. Und dann kam relativ schnell der Entschluss, um mich selber in Schutz zu nehmen, glaube ich, einen kompletten Cut zu machen. Gerade wenn man das kenne ich auch, wenn man jemand ist, ähm, dem dieses Maßhalten nicht so gegeben ist, also so dieses äh, natürliche Wissen, wann es genug äh, und so weiter, ähm, ist braucht man manchmal so eine künstliche Radikalität einfach, um es sich zu vereinfachen und um sich da vielleicht dann besser dran halten zu können. Ne? Also das kann ich schon Nachvollziehen, dass man dieses, äh, sonst ist das wie so ein schleichendes Gift wahrscheinlich und irgendwann stehst du wieder an einer Ampel mit oder ohne Käsekuchen und kannst nicht weiter, ja. Mhm. <laughs> ähm, du hast dann ja nicht nur dem, dem Job adieu gesagt, sondern ähm, in der Folge generell erstmal der Branche ähm, der Stadt, in der du gelebt hast, Berlin, äh, deiner Wohnung und dann auch Deutschland. Wie, wie war dieser Prozess und, und über welche Zeit hat sich der äh, quasi abgespielt? Ja, also mir bewusst ist es eigentlich, dass dieses, das muss auch dann um Weihnachten, Silvester rum gewesen sein, wo ich dann eben, wie gesagt, alleine da saß, habe dann also, weil ich mich, oder weil ich seit Kindesbeiden an eben segeln und dafür immer ein Febel hatte, aber jetzt auch nicht der größte Segler vom Herrn bin oder so. Das war Segeln war halt irgendwie immer ein Bestandteil meines Lebens, ohne dass ich es aber, glaube ich, selber so gesehen habe. Also, ich hatte auch in Würzburg beim Studium ein Boot auf dem Main, in Berlin hatte ich ein Boot. Also, irgendwie waren immer Boote da, aber ich würde mich jetzt nicht als so ein. Hoffe ich zumindest als so ein spinnerter Segler, der jetzt nur in Segelklamotten rumrennt und nichts anderes kennt, äh, bezeichnen. Und irgendwie war, glaube ich, der Wunsch, aber auf dem Boot zu leben äh, und dann auch irgendwann vielleicht mal um die Welt zu segeln, anscheinend immer da, ohne dass es mir konkret bewusst war. Aber Freunde wiesen mich darauf hin, als ich diesen Schritt gegangen war. Sagen, die ja, hast du ja schon vor Jahren immer von geredet. War mir persönlich gar nicht bewusst. So, und in dieser Phase um Weihnachten neu herum, weil ich eben auch so nach Segeln im Internet suchte, fand ich halt äh, Videos. Von so einer relativ bekannten Segeltruppe, junge Leute aus Amerika, die jetzt mittlerweile seit zehn Jahren um die Welt segeln. Und, ähm, und habe mir dann, weil ich ja auch viel Zeit hatte, da wahnsinnig viele Folgen von angeschaut, war absolut begeistert. Und dann habe ich eben für die auch noch, oder über die, habe dann Kontakt zu denen aufgenommen und eben für Kapital auch noch eine Geschichte äh, über die gemacht, weil die nämlich diesen ihren Lifestyle eben auch zum Businessmodell gemacht haben. Ist gar nicht meine Intention, fand ich spannend, aber kam mit den Leuten dann eben in Kontakt, fand die auch wahnsinnig inspirierend und da hatte sich, glaube ich, diese Idee festgesetzt, dass ich wirklich diesen Schritt wage, weil die mir auch wiederum aufgezeigt haben, dass man am Ende, also ich bin jetzt kein Langzeiturlauber oder kein Frührentner, sondern man kann eben, wenn man auch einen anderen Weg geht, auch da sich über Wasser halten. Und das fand ich dann eigentlich sehr inspirierend und ich bin jetzt auch kein also ich bin sicherlich nicht ein absoluter Sicherheitsfanatiker, aber jetzt auch nicht ähm, also ich klammer mich jetzt auch nicht an jedem Strohhalm, aber dieser Ausstieg hatte ich schon so ein bisschen durchgerechnet war auch klar, ich muss die Wohnung in Berlin, die ich mir dann gekauft hatte vor vier Jahren. die Gott sei Dank sag ich mal, in der Zeit sich im Wert eigentlich verdoppelt hat, kann man so sagen. Äh, also die muss ich verkaufen. Ähm, muss den Job kündigen, gehe los ins Ausland, geh dahin, wo es mir gefällt. Das war in dem Fall die Türkei. Die kannte ich sehr gut und fühle mich auch den Menschen hier, also die Menschen an der Mittelmeerküste, hat jetzt immer nichts mit Politik zu tun, sondern einfach die Menschen äh, sehr verbunden, weil ich deren, also weil ich die einfach sehr schätze und deren Lebensart auch sehr schätze. Und habe dann eben gesagt, okay, dann brachialer Schluss, Koffer packen und am Ende war es so, also alles, was ich jetzt hier habe, passte in zwei Seesäcke und das ist auch alles, was ich noch habe. Eine Kiste steht bei meinen Eltern noch auf dem Speicher und der Rest alles in der Wohnung gelassen und die Wohnung verkauft. Da hängen noch meine Bilder an den Wänden mit allem, mit jedem Möbelstück, jeder Kleinscheiß, alles blieb da. Äh, wie gesagt, zwei Seesäcke ist jetzt nicht viel, reicht aber komplett. Mhm, mh. Also das heißt, du hast noch so äh, hab und gut ein bisschen in, in Deutschland eingelagert, aber du bist quasi mit sehr leichtem Gepäck dann in die Türkei aufgebrochen. Ich bin mit leichtem Gepäck aufgebrochen und habe den schweren Ballast bei euch in Deutschland gelassen. Damit man noch ein klein bisschen sich vorstellen kann, wie jetzt dein Alltag ist. Also, du hast schon ganz zu Anfang erzählt, ein klein bisschen ähm, bist du immer noch journalistisch tätig auf einem ganz anderen äh, Themenbereich. Ähm, ich habe gesagt, du hast über äh, die Erfahrung von dir aber auch anderer äh, Segler ein Buch geschrieben ähm, träum weiter heißt es du bist jetzt unter die Krimi oder ist es sogar ein Zwiller ich weiß es nicht äh, äh, Autoren gegangen ähm, wie darf man sich jetzt dein Leben vorstellen so ein typischer Tag Jens Brambusch äh, macht blau der tag beginnt damit, dass zum Beispiel schon mal kein Wecker oder keine Uhr, und nichts äh, in meinem Schlafzimmer hier auf dem Boot ist, sondern man wird halt wach, wenn man wach wird. Ähm, dann, also ich bin ja erst, sage ich mal, seit anderthalb Jahren, äh, lebe ich jetzt hier auf dem Boot. Das erste Jahr war sicherlich noch nicht ein typisches Jahr, weil wahnsinnig viele äh, Freunde zu Besuch kamen. Und kann man sagen, vom ersten Jahr war es so, dass mindestens die Hälfte der Zeit immer Freunde da waren, was super ist, einerseits, man aber andererseits natürlich schwer in einen, wie auch immer, gearteten Alter kommt. Äh, dieser Winter ist jetzt eigentlich so, glaube ich, bin ich jetzt wirklich komplett angekommen. Also einerseits weiß ich, was ich vorher ja auch nicht wusste, dass mir das Leben auf dem Boot und eben, es klingt ja immer toll, der lebt auf einer Yacht, heißt es dann immer. Aber am Ende ist es halt ein Boot, ähm, das jetzt auch. Schön groß, es ist, ist ein sicheres Boot und ist halt eben ein Boot, mit dem man auch um die Welt segeln kann, was vielleicht auch mal irgendwann ansteht, äh, auf dem ich mich aber eingelebt habe, mich wohlfühle und ich mich vor allem sicher fühle, sowohl im Umgang wie auch, dass das Boot mir wirklich eine, eine Heimat äh, geworden ist, die ich eben sehr schön überall mit mir rumschleppen kann. Das heißt, momentan sieht es so aus, egal wo ich morgens wach werde, wann auch immer, dass ich teilweise erstmal rausgucken muss, um festzustellen, wo bin ich denn, sei es eine Ankerbucht, sei es, also ich habe in Kasch, eben dem Ort in der Türkei, wo ich euch jetzt gerade bin, habe ich quasi meinen Heimathafen in der Türkei, ähm, also was meine Ausgangsposition ist, ähm, bin aber an der türkischen Südküste relativ viel unterwegs mit Freunden, die eben zu Besuch kommen oder mit Freunden, die man hier gefunden hat, die auch Boote haben, mit denen man mit mehreren irgendwo hinfährt, ähm, nutze dann eben... Phasen, um diese Bücher ähm, zu schreiben und dieses Träumen weiter, war allerdings wirklich so ein Buch, das mir also einfach in den Schoß gefallen ist, weil das war... Im vergangenen Winter haben wir halt eben die Leute, die alle hier auf dem Boot leben, viel zusammengehockt. Der Winter war für türkische Verhältnisse relativ kalt und regnerisch und Gewitter und Stürmisch. Und da haben wir halt uns zusammengekauert und jeder hat seine Geschichten erzählt, warum er denn auf dem Boot lebt. Und das waren sehr, sehr interessante Geschichten, fand ich, äh, weil jeder hatte komplett andere Motivation. Es sind eben auch Leute dabei, die auch keine Kohle haben, die vorher noch nie gesegelt sind, aber die diesen Traum hatten und ihn umgesetzt haben, die alles auf eine Karte gesetzt haben. Ähm, andere waren vielleicht finanziell ein bisschen besser dagestanden, hatten aber gesundheitliche Probleme auch und haben sich deswegen entschlossen. Und ähm, das fand ich halt sehr interessant. Und, haben, und die Leute waren auch sehr sehr ehrlich. Und so das ist eigentlich, wie ich immer sage, ein Buch über Segler ist. Indem aber eigentlich nicht gesegelt wird, sondern es geht eher um die Geschichte, warum die Leute jetzt eben hier auf dem Boot leben und wie sie eben ihr Leben äh, bewerkstelligen. Weil wichtig war mir auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass keine Rentner im Buch vorkommen, aber keine Leute, die jetzt eben äh, irgendwie ihr Einkommen haben, sondern alles Leute, die ihr, die in der Mitte ihres Lebens stehen, manche sind noch relativ jung, und wie die das Dichseln. Da das fand ich halt sehr spannend. Und so ist eben mein Tag auch. Einfach jeder Tag aufs Neue spannend, weil ich morgens am Ende gar nicht weiß, wo ich abends sein werde. Hängt auch vom Wind ab, hängt vom Wetter ab, hängt von Freunden ab. Also von daher ist es ein äh, in den Tag hineinleben. Jetzt ist es vielleicht so der, der Vernunftmensch in mir, äh, aber sicherlich auch dem einen oder anderen Hörer wird das im Kopf rumgehen. Ähm, wovon lebst du denn, Jens? Wie finanzierst du das alles, diese Freiheit, die du so schön beschreibst? Genau, also ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Ich hatte halt ein bisschen Glück mit ähm, dem Verkauf der Wohnung in Berlin. Da ist ein bisschen Geld übergeblieben, von dem ich mir einerseits erstmal das Boot gekauft habe. Von daher ist, ähm, ja, meine Wohnung ist jetzt quasi mietfrei, außer ich bin halt eben in Häfen, wo ich Liegegeld zahle. Aber das kann man ja selber bestimmen. Man kann auch in Ankerbuchten bleiben oder wenn man in Stadthäfen geht, die eigentlich schöner sind und wenn nicht Corona-Zeiten sind, wo auch sehr viel Leben ist. Ähm, und da, ja, da zahlt man nicht viel, da ist, liegt man toll. Das heißt, also für Miete gebe ich erstmal nichts aus. Ähm, dann sind natürlich Türkei, war auch ein Grund, der für die Türkei sprach, die Lebenshaltungskosten verglichen mit Deutschland relativ günstig, für die Menschen hier arschteuer, weil die verdienen eben nichts. Äh, und hier gibt es ja auch eine äh, sehr große Wirtschaftskrise, die wiederum auch mir eine Kartenspiel, weil wenn man Euro auf dem Konto hat, ist man da der... Gewinner in dieser Krise, was auch vielleicht ein bisschen schändlich ist, aber ist halt so. Äh, sprich, also ich Einkünfte, also ich gebe deutlich weniger aus, als ich ähm, anfangs gedacht habe. Und ich hatte, als ich mich damals auf die Socken machte, nämlich, nachdem ich das Boot hatte, habe ich überlegt, wie viel Geld werde ich wohl ausgeben und kam mit meinen Reserven, die ich hatte, auf eine Zeit von 4,7 Jahren, die ich aushalten könnte, ohne dass ich was verdiene. Mittlerweile kommen über die Buchverkäufe und diese. Ähm, ähm, diese Artikel für die Segelmagazine kommt ein bisschen was rein. Das deckt alles noch nicht komplett meine Kosten, aber ähm, also wie gesagt, Lebenshaltungskosten beispielsweise, um eine Nummer zu nennen, mit 500 Euro kommt man hier bestens zurecht. Dir fehlt es an nichts. Also du kannst mehrmals essen gehen, du kannst. Probleme haben, glaube ich, die, die einen groß, also ich trinke auch gerne mal ein Bier oder Wein, aber äh, die Leute, die ihren Tages ihre Tagesplanung am Tresen halt äh, machen. Äh, die haben ein Problem, weil Alkohol hier sehr teuer ist. Also dafür wäre die Türkei dann nicht das beste Land, wenn man halt täglich gerade zehn Bier braucht. Äh, dann wäre vielleicht was anderes angebrachter. So, aber man gibt eben mit 500 Euro im Monat, was mehr ist als der Mindestlohn in der Türkei, von dem ja teilweise Familien leben, kann man schon sehr, sehr gut hier leben. Ähm, dann was ich nach wie vor mache, ist eben die ähm, private Altersvorsorge, Passversorgungswerk, die zahle ich weiter, damit ich später mal ein bisschen was hab. So und dann sind wir ja und dann, was habe ich dann noch? Da habe ich noch ein paar kleine Ausgaben, aber ich komme hier mit eben sehr sehr wenig Geld zurecht, weshalb ich von diesen 4,7 Jahren, mit denen ich vor vier äh, vor anderthalb Jahren gestartet bin und ich habe sehr viel in das Boot investiert, ähm, in, in, also noch also ja neue Segel und aber auch neue Polster elektronisches Sicherheitsequipment nenne ich es jetzt mal. Also da habe ich eine Menge ähm, investiert, bin jetzt heute nach aktuellen Zahlen sage ich mal, wo ich weiß, was ich ausgebe, äh, bei 6,7 Jahren. Und das nach anderthalb Jahren. Also ich habe quasi vier Jahre gewonnen in diesen anderthalb Jahren, äh, weshalb ich mittlerweile auch guter Dinge bin. Also der, also noch decken meine Einkünfte die Ausgaben nicht, aber der berg wäre falsch, aber die Reserven, äh, die Reserven schmelzen deutlich langsamer. Und äh, von daher glaube ich auch, dass die nächsten Jahre sich an einer Situation hier auf dem Boot zu leben nichts ändern wird. Das wäre jetzt eigentlich auch so fast äh, eine der äh, letzten Fragen. Wie wie stellst du dir das vor jetzt? Wo möchtest du in fünf Jahren sein, in, in, in zehn Jahren, willst du da in Anführungszeichen äh, alt werden auf dem Boot, ob jetzt in der Türkei oder anderswo? Oder ähm, denkst du manchmal, okay, irgendwann wird ein Punkt kommen, da muss ich wieder zurück, vielleicht sogar nach Deutschland? Ja, na, also nein, <laughs> so rum. Also es ist wirklich toll und wirklich ungelogen. Äh, es gab nicht einen einzigen Tag, wo ich diesen Entschluss bereut habe, wirklich nicht einen Tag. Was aber auch daran liegt, dass man so viele wirklich tolle Eindrücke hier bekommt und so viele tolle Menschen kennenlernt, die eben aus der ganzen Welt kommen, weil das ist eben auch das Fantastische. Man, du bist aus Hamburg, du weißt das. In Hafenstädten kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen und man ist eigentlich oder es ist relativ leicht, auch in Kontakt zu kommen. Und es sind wirklich wahnsinnig viele inspirierende Leute, die ich hier kennengelernt habe. Und die mich in dem auch bekräftigen, äh, was ich tue. Äh, in zehn Jahren oder fünf Jahren, im Idealfall, sitze ich immer noch genau an dieser gleichen Stelle. Diesem, äh, auf dem Sofa, auf dem ich jetzt sitze, auf meinem Boot. Aber im Idealfall liegt dieses Boot eben nicht mehr in der Türkei. Also das war jetzt auch für dieses Jahr, war das so der Plan. Also ich bin ja mal gestartet mit, der Plan ist kein Plan zu haben. Das, das stimmte auch so. Ähm, und ähm, von daher, wenn ich in der Türkei hängen bleiben sollte, in Anführungszeichen, dann hat das auch seinen Grund. Sicherlich, weil es hier sehr schön ist. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem lösen kann, weil ich glaube, es gibt noch ganz viele tolle andere Plätze. Dieses Jahr war geplant, eigentlich, da hatten sie jetzt Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir eigentlich jetzt über Zypern nach Israel wollten, wollten so eine kleine, das östliche Mittelmeer erkunden, vielleicht einen Abstecher nach Ägypten äh, machen. Da hatten wir so sechs bis acht Wochen für geplant. Jetzt kommen wir halt dummerweise hier nicht weg oder nirgendwo rein, vielmehr. Ähm, dann war auch geplant, schon mal die griechische Inselwelt. Dieses Jahr, also im Spätsommer abzuhaken, also von über Rodos Kreta dann äh, die Kykladen äh, Athen das alles mitzunehmen. Und dann, und es bot richtig momentan so peu à peu eben dafür aus, dass es wirklich ganz langfahrtauglich ist. Also sprich komplett autark mit Solar, Wind, äh, Watermaker, also ein Gerät, das aus Meerwasser Trinkwasser macht, das dann, wenn alles gut geht. Äh, im kommenden Jahr vielleicht dann mal der Weg Richtung Kanaren ansteht, also quer durchs Mittelmeer. Und wenn man dann Ende des Jahres eher auf den Kanaren ist und die Situation sich beruhigt hat, könnte man auch dann gleich rüber in die Karibik. Das sind jetzt so die so ein bisschen Zukunftsplanung. Ähm, ja, ich bin kein großer Freund davon, weil ich habe eben andere Segler auch getroffen, die setzen sich solche Ziele gleich und stellen fest, sie können die vielleicht nicht erreichen und Hadern dann so ein bisschen mit der Situation, weil sie vielleicht auch so eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht bei ihrem neidischen Freundeskreis vorher geweckt haben und dann sagen sie, und wo seid ihr jetzt? Ach, immer noch Griechenland, ach, schafft das nicht oder wie auch immer. Und diesem Stress wollte ich mir halt nicht machen. Aber natürlich ist irgendwo, glaube ich, der Traum von einem jeden, der auf dem Boot wohnt, auch wirklich dann mal um die Welt oder zumindest erstmal über den Atlantik. Mhm. Wunderbar, aber wie gesagt, wie du eben schon selber sagtest, äh, Stress und Erwartungshaltung, das hast du ja alles äh, mit viel Mühe und auch äh, ja, schlechten Phasen gerade äh, hinter dir gelassen. Ähm, insofern ist das mit keinem Plan, glaube ich, der richtige Plan. <laughs> ja, das denke ich auch. Aber man weiß ja nie, was kommt. Ne? Haben wir sehen es ja, ja, ja gerade am Corona. Ist alles jetzt momentan. Also ich hoffe ja, dass das dann irgendwann noch mal vorbei ist und das nächste nicht gleich vor der Tür steht. Aber wie man eben sieht, auch das. Also das haben wir jetzt gerade heute Morgen. Hatte ich mich noch mit äh, britischen Seglern unterhalten, die auch weil natürlich viele Freunde von uns fragen: Oh Gott, wie ist denn das jetzt in der Türkei mit Corona und wo wir auch sagen: Naja, ehrlich gesagt, wir sind ja das, was viele jetzt erleben, nämlich diese Quarantäne oder auf engem Raum sein. Ähm, vielleicht auch gar keine, also keine so große Ablenkung zu haben, weil sie sich eben nicht so bewegen können. Das sind wir ja gewohnt. Wir wohnen ja alle auf ganz kleinem Raum, haben uns, haben gelernt, uns zu reduzieren, weil, wie gesagt, dieses Leben auf dem Boot ist sicherlich toll, sonst würde ich es nicht machen oder ich finde es toll, aber das wäre für ganz viele auch nichts, weil, wie gesagt, Klamotten hat man wenig, man hat keine großen Kleiderschränke, im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt, dann tropfen die Luken, dann hat man Feuchtigkeit im Boot, dann wackelt es, wie blöde. Also es ist auch eine Entbehrung, die man hat. Ne? Man hat natürlich auch nicht immer und wenn auch gerade so ein Bord- Elektrosystem, sage ich mal, eben nur über 12 Volt läuft, dann hat man auch nicht den Komfort, den andere mit ihren 220-Volt- Geräten haben, angefangen von einem großen Fernseher über Tief- Kühler und wie auch immer oder morgens die Espressomaschine, sondern es ist alles noch Handbetrieb. Alles langsam, langsam, langsam. Aber wenn dann eben solche Situationen kommen wie jetzt, sind wir relativ gut dafür gerüstet. Das hört sich auch nicht so an. Äh, lieber Jens, dann möchte ich dir erstmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen und ehrlich äh, erzählt hast, wie es dir ergangen ist vom... Äh, vom Reporterleben über den Burnout aufs aufs Boot auf äh, enough-magazin.de/podcast wird man dann die Shownotes zu dieser Folge finden mit deinen bisherigen Büchern, mit natürlich äh, Link zu deiner Website, mit Blog Brambusch macht äh, blau und einen YouTube-Kanal hast du auch. Also all das finden unsere Hörer dann äh, bei uns und ähm, ja, wie sagt man äh, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel oder so ähnlich? Genauso sagt man es aber, aber vollkommen richtig. Ja, wunderbar. Dann bleibt gleich noch kurz dran und ähm, für die Hörer sage ich jetzt aber schon mal äh, Tschüss. Ich glaube, das war wieder eine prallvolle Folge mitten aus dem Leben von Schlecht. Danke der Nachfrage. Und wir hören uns ganz bald wieder. Musik